Willkommen zurück zu Wise of the Tomb Raider. In der letzten Folge haben wir ja endlich den Bären erledigt und sind einer anderen Frau mit Pfeil und Bogen begegnet. Zwar nicht persönlich, aber sie haben wir selber gesehen. So, gibt es hier noch was in der Höhle? Nein. Also müssen wir hier durch. Und bam! Das Abenteuer geht weiter. Gletscherkaverne. Suchen Sie entlang des mongolischen Wegs nach Spuren der verlorenen Stadt. Oh, ich kann da wahrscheinlich hochspringen, oder? Ja. Verdammt. Verdammt. Da oben können wir auch noch lang. Oh, eine Schrifttolle. Gut. Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches, aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Dann war der Prophet wohl ein mächtiger Heiliger. Ah, keine gute Idee. Wir müssen, glaube ich, doch hier lieber entlang. Hui. Ich hoffe, Jonah geht es wirklich gut. Oh, ist ein Ohr. Scheiße, das wird echt kalt. Aber es ist schön hier unten. Die leuchten nun in schönen Farben. Nicht schlecht. Eine Pfeilspitze aus Knochen. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein. Das war ein Pfeifpfeil. Mongolische Schützen feuerten sie auf ihre Feinde ab, um sie zu ängstigen und zu verwirren. Und wieder was gelernt. Ist hier noch was? Nein. Rechte Maustaste halten, um zu tauchen. Tauchen Sie unter Hindernisse, um ungesehen zu bleiben. Ah. Wo die Luft ausgeht, ja, das ist mir schon klar. Aber hier gibt es offenbar nichts. Ah, doch, da gibt es eventuell was. Oh, tatsächlich. Geheime Schätze. Eine Peisse diente als eine Art Ausweis. Wer sie besaß, konnte im Namen des mongolischen Reichs sprechen. Hier steht, bei der Macht des ewigen Himmels ergeht dieser Befehl des Reichs. Wer keinen Respekt zollt, macht sich eines Vergehens schuldig. Oh, ich bin froh, dass man immer was dazulernt. Oh oh. Oh, er hat immer ein Feuerchen für mich hinterlassen. Das ist aber sehr nett. Gut. Oh, zwei Fähigkeitspunkte verfügbar. Super. Upgrades verfügbar. Ausrüstung. Was können wir machen? Pistolen-Munitionsbeutel. Kleiner Lederbeutel, der die Tragekapazität für Pistolen-Munition erhöht. Wunderbar. Gewehr-Munitionsbeutel. Machen wir das hier mal. So, haben wir hergestellt. Mehr kann ich nicht herstellen. Mist. Inventar. Upgrades habe ich gemacht. Ne, Waffen. Upgrades ist auch verfügbar. Was kann ich machen? Nichts davon kann ich machen.
Schade. Aber dafür kann ich Upgrade machen. Geschliffene Klinge. Eine geschärfte Schneide ermöglicht der Klinge tiefer in Lücken voreinzudringen, wo die Stemmgeschwindigkeit erhöht wird. Okay. Machen wir. Jetzt die Fähigkeiten auswählen. So, machen wir hier eine Fähigkeit. Überleben da. Schnelle Herstellung von Wurfobjekten und Munition im Lauf. Listenreicher Kämpfer. Finde die durch die hergestellte Objekte erledigt. Außer Gefecht zu setzen werden, bringen mehr EP weiter. Feinde, die durch hergestellte Objekte erledigt, aber bringen mehr EP. Mach ich das mal. Brandbomben. Leichtfuß. Landen sie aus beträchtlicher Höhe sicher, ohne Schaden zu erleiden. Rollen sie sich bei der Landung mit C ab. Eifriger Lerner. Erhalten Sie Bonus-EP durch Überlebensverstecke, Dokumente, Relikte und Herausforderungen. Auge für Details. Machen wir das hier erstmal weiter. Ausweichkonter. Ich möchte eigentlich gerne weniger Schaden erleiden. Dann war's das wieder. Ich muss ja neue Fähigkeitenpunkte sammeln. Kistchen. Hast du gerade noch was gesehen? Oh, da ist noch was. Jawohl. Nicht aufwärmen, Lara, wir müssen weiter. Optionales Herausforderungsgrad. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Hä? Oh, da geht's tief runter. Okay, geschafft. Eine byzantinische Kriegsgalere. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Komm schon, Mund hoch. Das ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Herausforderungsgräber. Lösen Sie antike Rätsel, um besonders wertvolle Belohnungen zu erhalten. Okay, wie mache ich das denn? Entweder gehe ich jetzt. Die muss da lang, oder ich gehe hier. Okay, probier ich das einfach mal aus. Mach ich das einfach mal. Eisschiff, optionale. Da oben muss irgendwas sein. Dann schauen wir uns das nochmal an. Und hab. Was haben wir hier? Hui. Was haben wir hier? Pilze. Die Maria Adula sitzt fest. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Ich wollte ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe 6 der besten Trinity-Ordensmitglieder. Und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht, aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik. Von Süden.
Das wird unser erster Halt. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen und ich bin schläfrig. Nur ein Nickerchen. Ja, dieses Nickerchen war gerade dein Tod. Wie komme ich jetzt an? Ich muss das Eis aufbrechen. Wie? Das war wohl nichts. Probieren wir es noch einmal. Hä? Was kann ich denn machen hier? Upsala. Ach, Moment, bleib hier. Hab. Nochmal. Hä? Jetzt bin ich sprachlos. Schade. Wenn hier alles. Was muss ich denn machen, das Eis aufzubrechen? Ah, wahrscheinlich dagegen schwingen, oder? Probier's noch mal aus. Na, komm. Ah, das waren die Abenteuer von Lara Croft. Kann mich da festhalten, oder? Das müsste doch rein theoretisch funktionieren. Da brauche ich erst dafür die Seilpfeile. Ah, gar nicht. Ja, geschafft. Jawohl. Rätsel, glaube ich, gelöst, oder? Hab's da. Geschafft. Wow. Moment. Ach so. Jetzt ist Timing gefragt. Ach so, ich verstehe. Okay.
Ah. Geschafft. Mal sehen, was da oben ist. Und Sapsa. Wir haben es geschafft. Jetzt bin ich aber auch neugierig, Lara. Immerhin habe ich dich da durchgequält. Solche Reichtümer mitgeschleppt. Warum? Was für eine Frage. Oh, was haben wir denn hier? Eine Karte. Karte aktualisiert. Oh, da war noch was. Was ist denn da? Herausforderungsgrab. Noch. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Relikt. Ist hier noch was zum... da liegt noch was. So. Was haben wir da Schönes? Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs. Alte Fähigkeiten. Neue Fähigkeit gemeistert. Alte Fähigkeiten. Schießen Sie schnell hintereinander bis zu 2 Pfeile ab, ohne erst aus dem Köcher einen neuen ziehen zu müssen. Schießen Sie rasch Pfeile ab, indem Sie nach Abschuss des ersten Pfeiles linke Maustaste gedrückt und loslassen. Linke Maustaste gedrückt. Okay. Eisschiff. Ui, ich habe es geschafft. Cool, dafür habe ich eine neue Technik gelernt. Ach, da liegt auch noch was. Es ist getan. Wir werden hier sterben. Keraldus und dem Wahnsinn des Trinity-Ordens sei Dank. Mein Schiff wird nie wieder Wasser sehen. Wir sind zu spät im Winter ins Eismeer geraten. Wir wollten umkehren. Aber Keraldus wollte diesen verlorenen Propheten nicht aufgeben. Er und seine kalten Krieger übernahmen das Ruder. Er steuerte das Schiff durch seichte Zuflüsse, bis es nicht mehr weiterging. Dann zwang der Bastard meine Mannschaft, Schlitten zu bauen und ließ uns das Schiff über Land ziehen. Wer sich weigerte, wurde getötet und exkommuniziert. Aber den Tod brachte es so oder so. Ich sorge dafür, dass er mit uns hier stirbt. Ich habe immer etwas Gift dabei für den Fall, dass das Schiff gekapert wird. Jetzt findet es andere Verwendung. Das ist, wenn der Captain meutert gegen seine Crew, nicht wenn die Crew gegen seinen Captain meutert. Juhu. Oh oh. Oh, da liegt noch eine Kiste. Perfekt. Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert. Dieses Porträt wurde verunstaltet. Es scheint den Propheten gezeigt zu haben. Sie mussten ihren Glauben wohl verbergen. Ah, ich hasse so etwas. Niemand soll seinem Glauben... Ja, ich mag es überhaupt nicht, wenn jemand möchte, dass der Glaube... jemanden aufgezwungen wird, dass man das zu glauben hat und nicht das andere, was man eigentlich glaubt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Upsa. Uha. Ihr sollt das glauben, was er für richtig hält, aber dann halt auch nicht übertreiben, ne? Und hab... Und hab.
Ich muss sagen, aber ich finde das sehr, sehr schön. Wenn das noch leuchten würde, ist das bestimmt nachts sehr, sehr schön. Mit Mondschein und so. Und schon wieder Wasser. Dann tauchen wir mal ab. Wir haben es was. Ich bin ertrunken. Nochmal. Klatsch. Draußen. Juhu. Gibt es hier noch was? Nein. Aber da unten geht es sehr tief steil, ja, bergab. Und hab ich weg. Boah, ich wäre so ein Schisshase, wenn ich so welche Munition machen müsste. So auf Eisstangen balancieren. Boah. Sowjetanlage. Wir sind ganz schön weit vorangekommen. Nicht schlecht. Ich bin nicht dein Feind. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten? Wer? Schon ist sie verschwunden. Es leben Leute hier draußen. Sie scheinen schon sehr lange hier zu sein. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert. Vielleicht sogar seit Jahrhunderten. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer sie sind, ich fürchte, sie sind in großer Gefahr. Hoffen wir, dass das alte Sprichwort vom Feind meines Feindes zutrifft. Ja, und das werden wir in den nächsten Folgen erfahren. Bis dahin gilt, bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.